Einen wunderschönen guten Tag hier aus Würzburg. Und wie angekündigt ist heute mein Gast der Typ, der nicht in die USA einreisen durfte. Erklären kann das mir selber. Ilja Trojanow, hallo. Hallo, das ist ja eine neue Beschreibung meiner Person. Was Sie machen und so, da kommen wir gleich zu sprechen drauf. Was war da, wieso durften Sie nicht in die USA einreisen jetzt? Naja, wenn ich das wüsste, wären wir alle schlauer. Aber das Besondere an dem jetzigen Zustand ist ja, dass die Geheimhaltung zunimmt. Und das, wogegen ich seit Jahren kämpfe, ist ja, dass sich zunehmend ein Staat im Staat etabliert, der quasi eigenmächtig tut und lässt, wie es ihm beliebt, ohne Kontrolle durch Parlament oder gar durch die Bevölkerung. Und das ist jetzt ein kleiner, aber ganz typischer Fall, weil man kann überhaupt nicht herausfinden, was die Gründe für so eine Ablehnung sind. Es ist ja offensichtlich Willkür, weil ich hatte die richtigen Dokumente, ich hatte den gültigen Pass, es gab keinen formellen oder behördlichen Grund. Und es ist so ein schwarzes Loch. Das sehen Sie ja schon daran, dass Sie ja gar nicht direkt mit den Behörden verhandeln, sondern irgendeine Mitarbeiterin einer brasilianischen Firma, die für die amerikanische Fluggesellschaft arbeitet, hat mit irgendjemandem geredet. Sie wissen nicht mit wem, sie wissen nicht wann, sie wissen nicht wieso. Sie wissen einfach nur, dass sie jetzt nicht einreisen dürfen. Wenn man so in Ihre Schriften guckt, in Ihre Bücher, Sie schreiben ja sehr erfolgreiche Bücher, kluge Bücher, sagt man, für alle Menschen, die wenigen Bewegten lesen Sie. Es sind immerhin, Sie erreichen sehr viele. Und Sie schreiben über überflüssige Menschen. Also ich hatte heute eine Fahrt mit Stau und schlecht gelaunter Bäckerin und so, wo ich mir gedacht habe, leben zu viele Menschen. Also wenn weniger Menschen lebten, hätten wir weniger Probleme. Ähnliche Aussagen auf einer ganz anderen Ebene treffen Leute wie Ted Turner, kann man in ihrem Buch lesen, die Überflüssigen, der sagt, es leben zu viele Menschen auf dieser Welt. Ist das richtig? Ja, das ist ja das, was viele Leute behaupten. Also wenn man irgendwie so ausgeht oder sich mit Freunden trifft, dann kommt ja erstaunlich häufig heutzutage der Satz, naja, also das ist einfach, der Planet kann nicht so viele Leute ertragen und das sind ja jetzt schon zu viele und das werden ja, wie wir wissen, in den nächsten Jahrzehnten noch viel, viel mehr und irgendwann mal stoßen wir an die Grenzen und so weiter und so fort. Also erstens ist das im Sinne einer Moral der Gerechtigkeit nicht zutreffend, denn mit Sicherheit war vor 500 oder vor 1000 Jahren, als es viel, viel weniger Menschen gab, die Gesellschaft in diesem Lande erheblich ungerechter. Das heißt, es ist keineswegs so, dass bei einer geringen Bevölkerung soziale, politische, ökonomische Probleme leichter zu lösen wären. Das Zweite ist, dass es natürlich sehr, sehr einfach ist zu sagen, es gibt zu viele. Aber die nächste Frage, die ist richtig schwer zu beantworten. Wenn wir denn zu viele sind, wer sind denn die Überflüssigen? Na, natürlich die anderen. Über die schreiben Sie, die anderen genau. Sind zu viele? Es sind immer die anderen, logischerweise. Das Verrückte an dieser Diskussion ist ja, dass meistens auch am Stammtisch gesagt wird, naja, die Afrikaner, die Inder, einfach viel zu viele Kinder. Verstehe ich auch nicht, die haben doch eh kein Geld, was müssen die jetzt 10 Kinder machen? Es ist aber so, dass zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Welt gerade europäische Länder gehören, also zum Beispiel Holland. Extrem dicht besiedelt. Also wenn man den Maßstab der Besiedlung hernehmen würde, müsste man sagen, zu viele Holländer. Das Lustige oder beziehungsweise das Ironische, um nicht zu sagen, das Groteske an der Diskussion ist ja, dass wir gleichzeitig sagen, wir Deutschen sind zu wenige und dass wir das Abnehmen der deutschen Bevölkerung als ganz, ganz große, dramatische Bedrohung unseres Wohlstands. Die Alterspyramide, der demografische Wandel. Genau. Das heißt, also da kommen wir ja gar nicht zusammen. Also einerseits sind zu viele Leute, andererseits, wenn wir mit gutem Beispiel vorangingen und die deutsche Bevölkerung ein wenig schrumpfen würde, ist das wiederum eine existenzielle Bedrohung. Und daran sieht man, dass eigentlich diese Diskussion nicht die richtige ist. Worum geht es dann an? Also es sind Milliarden Menschen auf der Welt und wir sagen, es gibt eine Überbevölkerung, wir haben nicht genug zu essen und genug Konsumartikel für alle. Dabei haben die anderen ja gar nicht so viel Konsumartikel, die haben ja alle wir. Wollen wir eigentlich nicht teilen, wenn wir Leute vor europäischen Küsten verrecken lassen, wie jetzt in Lampedusa? Ja, mit Sicherheit wollen wir nicht teilen. Es ist aber auch noch etwas anderes. Beginnen wir mit der Ernährung, die ja das erste Mal naheliegendste und natürlich wichtigste Thema ist. Wir werfen ja die Hälfte unserer Nahrungsmittel weg. Also angefangen mit dem, was schon nicht geerntet wird.
oder nach der Ernte vernichtet wird, bis hin zu dem, was weggeworfen wird. Da widersprechen Sie sich. Also eigentlich steht da drin, dass wir es nicht wegwerfen, sondern wir geben es den Tafeln und die geben es an die überflüssigen Menschen in unserem Land. Also ein kleiner Teil davon, leider Gottes, wird nur an die Tafeln gegeben. Der allergrößte Teil wird weiterhin vernichtet. Das ist ja nicht nur in Deutschland so. Erstaunlicherweise ist das weltweit so. Auch in ärmeren Ländern gibt es einen unglaublichen Verlust an Lebensmitteln. Das heißt, da wäre natürlich mit einem effizienteren System schon enorm viel gewonnen. Aber die Frage der Gerechtigkeit ist eine extrem komplexe, weil sie ja immer nach irgendwelchen einfachen Lösungen sucht, um das eigene Gewissen zu befriedigen. Am einfachsten ist natürlich die alte biblische Maßgabe, das Zehnte. Gebe 10% ab von dem, was du hast. Fromme Menschen tun das, finde ich auch durchaus bewundernswert. Aber es gibt ja von dem berühmten australischen Philosophen Peter Singer, gibt es ja so eine Kalkulation, ist das wirklich gerecht? Und nach den ganz nüchternen Gesetzen der Moral kommt er zu dem Schluss, dass wir eigentlich mehr als die Hälfte, also wir, meinte die Wohlstandsbürger im Norden oder im Westen, mehr als die Hälfte abgeben müssten. Dazu ist ja, soweit ich weiß, fast niemand von uns bereit. Also insofern haben Sie schon recht mit Ihrer Frage. Wir müssten erst einmal uns an die eigene Nase fassen, nein, jeder von uns. Wir sind mit Sicherheit in Momenten besonderer Tragik, enormer Katastrophen, zu großer Empathie bereit. Das merken wir ja zum Beispiel, wenn nach irgendwelchen großen Naturkatastrophen, Tsunami zum Beispiel, wenn Spenden eingefordert werden, dass die deutsche Bevölkerung ja wirklich großzügig spendet. Aber andererseits sind wir natürlich nicht bereit, diese Großzügigkeit und diese Empathie in unser Leben als etwas Organisches, Selbstverständliches und Nachhaltiges hineinzubauen. Und das ist der große Widerspruch in unserem Leben. Also einerseits unterstützen wir ein System, was enorme Ungerechtigkeit ermöglicht. Andererseits geben wir dann persönlich in Momenten der Not. Ist das nicht typisch für eine Gesellschaft, die Probleme monetär löst, also als einzige Währung das Geld hat und auch den Ablasshandel erfunden hat? Ja, es ist natürlich typisch für eine Gesellschaft, und darum geht es ja vor allem in diesem Buch Der überflüssige Mensch, die alles ökonomisiert hat. Es ist ja so, dass man heutzutage, wenn man an seinem Chef einen Kaffee kocht, dann ist man unter Umständen eine gut verdienende und extrem beliebte Sekretärin. Wenn man aber seinem an Demenz erkrankten Vater einen Tee zubereitet, ist man eigentlich jemand, der in unserer volkswirtschaftlichen Rechnung überhaupt nicht erscheint. Also nicht, dass man jetzt deswegen in irgendeiner Weise diffamiert werden würde, aber man ist in den Statistiken, die die gesamte Entscheidungsfindung unserer Politiker und unserer Wirtschaftselite bestimmen, taucht man überhaupt nicht auf. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir uns als Gesellschaft und auch als Individuen ja völlig von durch und von Arbeit definieren. Es gibt ja inzwischen eine Reihe sehr, sehr guter und spannender Berichte von Betroffenen, aber auch von Soziologen über Langzeitwirkung von Arbeitslosigkeit. Es ist ja so, dass leider Gottes diese Menschen eine Scham empfinden, dass sie sich als gescheitert empfinden. Das heißt, wenn du keine Arbeit hast, bist du irgendwie weniger Mensch. Und genau das ist ja in diesem horrenden Diktat des überflüssigen Menschen enthalten. Du bist weniger wert. Und die dritte Folge ist bei uns, aber eigentlich in allen Gesellschaften, die ich kenne, dass wir zunehmend uns davon verabschiedet haben, Armut zu bekämpfen, sondern wir bekämpfen die Armen. Das heißt, bei uns ganz starke Ghettoisierung. Sie haben die Tafeln erwähnt. 1,5 Millionen Bundesbürger benutzen diese Tafeln. Die meisten von uns sehen sie nie. Ist aber eine Erfolgsgeschichte, ne? In 10 Jahren so ein Markt. Unglaublich. Ja, Erfolgsgeschichte meinen Sie bestimmt ironisch oder sarkastisch, denn dass wirklich innerhalb von 10 Jahren man in diesem reichen Land feststellen muss, dass 1,5 Millionen Menschen den Joghurt, der nicht mehr verkauft werden darf, weil das Verfallsdatum überschritten ist, irgendwo auf langen, das sind ja Tafeln, die so aussehen wie die Biertische bei irgendwelchen Volksfesten, dass diese Sachen dort verteilt werden, ist natürlich ein besonders düsterer Erfolg. Aber es sind ja nicht nur die Leute, es sind ja zum Beispiel die sogenannten Aufstocker, die ja auch rasant zunehmen. Das muss man sich wirklich vorstellen, wenn man
glaubt, dass Arbeit alles ist, dass es zunehmend Leute in unserer Gesellschaft gibt, die Arbeit haben und sich davon nicht ernähren können. Und da sieht man ja die Perversität des jetzigen Zustandes ja auf die Spitze getrieben. Das heißt, einerseits hat dieser Mensch das, was die Gesellschaft ihm als unerlässlich vorgaukelt, nämlich Arbeit. Andererseits reicht es aber trotzdem nicht aus, um davon menschenwürdig zu überleben. 30 ein paar Leute von 1.000 Hartz-IV-Empfängern bekommt einen sozialversicherungspflichtigen Job wieder. Was ist das? Sie sind ja ein bisschen mit Science-Fiction in Berührung gekommen. Was können Sie sich dafür in der Zukunft, ein Future-Modell ausdenken, in welche Richtung das geht? Naja, das ist ja genau der Grund, wieso ich optimistisch bin, weil ich glaube, dass diese Tatsache, gekoppelt mit einigen anderen, die wir besprochen haben, weitergedacht, in die Zukunft gedacht, eigentlich nur zwei Auswege oder zwei Visionen bietet. Das eine ist eine völlig kaputte Gesellschaft, in der ein Großteil oder ein beachtlicher Teil der Menschen dahin vegetiert, sich ernährt von irgendwelchen kleinen Sozialleistungen oder gar durch Betteln, und eine gut situierte Minderheit das, was es noch gibt an Arbeit und Wohlstand für sich gerafft hat. Das ist die eine Vision. Die andere Vision ist natürlich eine, die mir Anlass zur Hoffnung gibt, nämlich dass wir tatsächlich unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft umgestalten. Denn für mich ist der Kern meiner Überlegungen der, dass die Automatisierung exponentiell rasant zunimmt. Das Spannende an Technik ist ja, die erst einmal wertneutral ist. Man kann ja mit Technik Gutes und auch Schlechtes bewirken. Aber das Spannende ist, dass sie sich nicht aufhalten lässt. Und während wir uns alles Mögliche überlegen, was wir uns so vorstellen, was wir uns wünschen, kümmern sich die Tüftler, die Erfinder, die Wissenschaftler überhaupt nicht darum. Die jedes Jahr, inzwischen jeden Monat, manchmal jede Woche kommt irgendeine bahnbrechende Erfindung daher. Und das hat natürlich dazu geführt, dass inzwischen, und wenn man das jetzt noch 10, 20 Jahre weiterdenkt, dann mit absoluter Sicherheit, sind die meisten Arbeitsprozesse von Maschinen und Robotern besser auszuführen. Das ist in der Science-Fiction-Welt gar nicht so neu. Interessanterweise aber rennen gerade die klassischen Ökonomen von dieser Entwicklung weg, weil sie, glaube ich, keine Lösung dafür haben. Das Einzige, was sie behaupten können, das ist eine Art Wunschdenken, frommes Wunschdenken. Naja, irgendwie wird neue Arbeit erfunden werden. Sie behaupten zwar, dass im Dienstleistungssektor viele der in der Produktion verschwundenen Jobs wiederum entstanden seien. Nur dieser Dienstleistungssektor ist ja zum einen extrem schlecht bezahlt. Das sind ja oft Jobs, die eigentlich in der Form wirklich von moderner Lohnsklaverei entsprechen. Zum anderen aber ist es natürlich so, dass viele, viele dieser Jobs genauso automatisiert werden können. Ich gebe ja Beispiel in meinem Buch so etwas wie Menschen, die an der Kasse am Supermarkt sind. Ich habe es in den USA letztes Jahr erlebt, einen Supermarkt, da gab es nur noch die automatische Kassierung. Und viele, viele andere auch. Ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass sie teilweise bei McDonald's die Option haben, auch an einem kleinen... Oder bei Ikea. Oder bei Ikea, genau. Nehmen wir an, wir haben diesen Erfolg mit den Maschinen. Das traue ich uns sogar zu, dass wir das hinbekommen, dass die Maschinen uns einen Großteil der Arbeit abnehmen. Kriegen wir das hin, Wohlstand untereinander aufzuteilen? Sagen wir mal, reden wir nicht über ein Grundeinkommen oder sonst was. Trauen Sie es dem Menschen zu? Also ganz einfach gefragt, nicht erst seit Marx, aber auch seit Marx und eigentlich in allen anderen klassischen Ökonomen wird natürlich davon ausgegangen, dass die Lohnarbeit ein Kernbestand des kapitalistischen Systems ist. Klar, durch den Lohn bekommt dann der Angestellte oder Arbeiter das in die Hand, womit er konsumieren kann, was wiederum die Wirtschaft ankurbelt. Das sind sehr einfache Prozesse, ist auch einleuchtend. Ich habe noch keine Erklärung gefunden, wie ein Kapitalismus funktionieren soll, wenn ein Großteil der Menschen keine Lohnarbeit haben. Habe ich nicht gefunden. Vielleicht fehlt mir die Fantasie, vielleicht ist es möglich. Ich selber habe es nicht gefunden. Aber abgesehen von der Ökonomie, wenn wir uns die psychologische Seite angucken, wie ist es eigentlich vorstellbar, dass in einer Kleinstadt, sagen wir mal 20.000 Leute, in der es noch zwei gute Fabriken gibt, dass diese Fabriken mehr oder weniger vollautomatisiert sind,
Das heißt, es gibt einige wenige hochspezialisierte Leute, die Aufsicht und gelegentlich Reparatur übernehmen. Wobei inzwischen wird ja schon daran gearbeitet, dass Roboter andere Roboter reparieren. Also auch das sind Sachen, die dann verschwinden werden. Aber sagen wir mal, es gibt ein paar Leute und es gibt einen Eigentümer. Und der Rest der Bevölkerung, das heißt 19.900, sitzen zu Hause rum und gucken Fernsehen. Es ist, glaube ich, psychologisch relativ klar, dass diese 19.000 sich irgendwann mal fragen werden, wieso sollte der Typ das eigentlich im Eigentum haben? Er macht ja nichts, das ist ja alles, die Maschinen produzieren ja alles. Also insofern glaube ich schon, dass wir ganz eklatante und existenzielle Fragen dann an dieses System zu hören bekommen werden. Und wie dieses System das zu lösen denkt, ist mir im Moment schleierhaft. Wir leben ja in diesem Luxus, dass so ein Pseudo-Intellektueller einem Intellektuellen begegnen kann und der erklärt einem die Welt und ich habe noch die Chance, an ihren Lippen zu hängen. Aber den Luxus haben natürlich andere nicht. Die Frage ist, warum ist der Zorn so klein in Afrika oder in Asien? Warum ist der Zorn nicht größer? Also Volker Pispers sagt, ich wundere mich, wieso die uns nicht viel mehr Bomben unter den Hintern legen bei der Situation. Warum überrollen die uns nicht? Hätten also, Sie erstens das Recht dazu, zweitens, warum nicht? Also Volker Pispers ist ein genialer Kabarettist, also ich finde unser bester, und er stellt viele wichtige Fragen. Nur er stellt natürlich die Fragen, weil er weiß, dass, und das macht sie manchmal so sowohl komisch als auch zum Weinen traurig, weil es oft keine Antworten gibt. Und die Frage, wieso die Bevölkerung so apathisch ist, nicht nur die leidende Bevölkerung, ich meine, also Sie haben Afrika genannt, viele andere arme Länder, aber auch bei uns gibt es eine zunehmend große Zahl von Entgrenzten, Ausgegrenzten, Gescheiterten, Missachteten. Wieso diese Menschen sich fast nicht politisch organisieren, ist mir auch ein Rätsel. Man könnte natürlich spekulieren. Gewiss wird unglaublich viel dafür getan, dass die Gesellschaft atomisiert. Der Bundesbürger ist ja entweder in einer Kleinfamilie oder als Single beheimatet. Er verbringt sehr, sehr viel Zeit vorm Internet oder vorm Fernseher. Und alle größeren Organisationsformen nehmen ab. Ob das jetzt Gewerkschaften sind, alle möglichen anderen Verbände, Vereine. Also es ist offensichtlich so, dass wir ein Auseinanderfallen und, der Gesellschaft und eine Vereinsamung des Einzelnen haben. Das ist ein Punkt, der eine Rolle spielt. Ein zweiter ist aber natürlich, dass wir in Zeiten leben und das hat das System, glaube ich, extrem gut hingekriegt, die uns vorgaukeln, es gibt keine Alternative. Das haben wir seit 89 in jeder Sonntagsrede gehört und ich glaube schon, dass die allermeisten Leute das verinnerlicht haben. Ich höre oft in Gesprächen mit Lesern oder mit Bekannten, zufälligen Begegnungen, höre ich oft Leute, die sagen, das ist zum Kotzen, dieses System, das gibt es ja nicht, wie viel Unheil es anrichtet und wie ungerecht ist es. Aber es gibt halt nichts anderes, was soll man tun? Das heißt, ein bisschen hochfahrenderer formuliert, es gibt einen Mangel an Utopien. Das, was wir heute als selbstverständlich erachten, zum Beispiel Menschenrechte, war ja vor 250 Jahren eine unfassbare Utopie. Ich war gerade letzten Monat, einen Monat in Brasilien. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Sklaverei abgeschafft. Wenn man brasilianische Autoren aus dem 19. Jahrhundert liest, die lachen darüber, dass irgendjemand sich vorstellt, die Sklaverei könnte abgeschafft werden. Das ist etwas mehr als 100 Jahre her. Sie wollen mir ein bisschen auch Hoffnung machen, das merke ich. Ich habe ja so einen bescheidenen Tom in mir, ich komme ein bisschen näher. Ich muss die Chance auch mal nutzen, wenn jemand da ist, der diese Ideen verbreitet. Der Bescheidene in mir freut sich, der von Stadt zu Stadt geht, den einen oder anderen kennenlernt und ich bin froh, wenn ich meinen Vortrag halte, dass da 20, 30 Leute kommen. Ich bin froh, dass da jetzt ein paar Leute zugucken. Ich bin da bescheiden und denke mir, es wird im Kleinen sich ein Bewusstsein wandeln und so weiter. Und dann gibt es noch einen anderen Tom in mir, der ist meistens so zwischen nachts 2 Uhr und morgens 5 Uhr wach. Mhm. Und das ist... Da schlafe ich immer. Da schlafen Sie immer. Mhm. Der kann nicht schlafen, der schläft nicht immer gut in dem Moment, weil der sich denkt... Apropos an die eigene Nase packen. Ich meine, es ist schon beachtlich. Sie halten jetzt ein Stockwerk tiefer einen Vortrag nachher. Sie werden da 100, 150 Gäste haben, die Ihnen zuhören.
Und das in Würzburg, das ist beachtlich. Aber sind es nicht die typischen Weltverbesserer in ihrem eigenen Mikrokosmos, in denen sie sich gegenseitig sagen, was besser werden könnte und sich gegenseitig auf die Schultern klopfen? Die Tausenden, die jetzt dazu gucken und das jetzt auf Facebook teilen danach und sagen, ach, hat der wieder so schön geredet, die werden ihren Arsch nicht bewegen irgendwo auf dem Protest. Wir wahrscheinlich auch nicht. Was machen wir da? Ja, geben Sie mir Hoffnung. Nein, ich muss. Oder sind wir überflüssig? Ich muss Ihnen keine Hoffnung geben, sondern die Geschichte gibt die Hoffnung. Erster Punkt wäre, wir wissen nicht, wann es plötzlich zu einer Explosion kommt, der Widerständigkeit. Das haben wir jetzt erfahren in anderen Ländern. Also ich kenne mich ja im arabischen Raum ziemlich gut aus. Vor 2 Jahren war die herrschende Meinung unglaublich verknöcherte Gesellschaften und irgendwie bestimmt von patriarchalischem Gedankengut und irgendwie überhaupt keine Sehnsucht nach Menschenrechte und sozialer Gerechtigkeit und überhaupt eine einzige große Katastrophe und bumm kam es da zum sogenannten arabischen Frühling, wobei ich das Wort irgendwie unangemessen finde, aber es kam zu großen Volksaufständen in vielen Ländern, die keine der Spezialisten vorhergesagt hat. Das ist die gesamte Erfahrung der Geschichte. Es gibt so, was die Engländer Tipping Points nennen, es gibt so Momente, wo es plötzlich kippt. Keiner kann im Nachhinein genau erklären, wieso es gerade da gekippt ist. Kann das in Deutschland, vor allem in Westdeutschland, passieren? Ich glaube schon, dass es passieren kann. Es ist so, was ich erfahre und erlebe, ist, dass die Zahl der Unzufriedenen auf jeden Fall wächst. Das Einzige, was noch nicht passiert ist, dass diese Unzufriedenheit übersetzt wird in Handeln. Es ist aber auch so, was man nicht vergessen darf, dass es unglaublich viele Leute gibt, die ja schon was tun. Es gibt im Kleinen sehr viele Projekte, Gruppen, die bestimmte Formen des Utopischen, nur halt nicht gesamtgesellschaftlich, sondern konkret, spezialisiert umsetzen. Und insofern ist diese Vorstellung, es gibt kein Denken und kein Handeln, was in eine Zukunft danach führt. Wobei Friede Springer oder Liz Mohn jetzt sagen würden, das gehört zu einer vernachlässigbaren Minderheit gegen Öffentlichkeit oder was auch immer. Haben Sie das Gefühl? Das weiß ich nicht. Es ist ja so, dass nicht wenige zum Beispiel ihre Unternehmen neu strukturieren. Oder das glaube ich gerade in den letzten Jahrzehnten es erstaunlich viele Unternehmen gegeben hat, die nicht mehr streng hierarchisch organisiert sind. Neue Kommunikationsformen. Ich habe einen Freund, der zum Beispiel als Unternehmensberater genau das macht. Mittelgroße Unternehmen beraten, wie sie wegkommen können von reiner Autorität und Befehlsgewalt und wirklich das Kommunikative, Gleichrangige, Ebenbürtige zur Geltung bringen können. Es gibt ja viele solche Sachen. Es gibt viele Leute, die im ökologischen Bereich tätig sind. Wir haben es, was wir nicht vergessen dürfen, wir haben es mit Strukturen zu tun, die unendlich mächtig sind. Also die Macht so eines Großkonzerns ist phänomenal. Die ist ja teilweise größer als die Macht von Staaten. Eben deswegen freue ich mich über die kleinen Dinge. Aber ich denke mir, kriegen wir das nicht organisiert? Ich sehe ja die Verantwortung irgendwo bei uns. Es ist ja unheimlich leicht zu sagen, Mai sind die verschworen oder Mai sind die mächtig. Bist du den Illuminaten oder so? Alles beiseite. Die Verantwortung liegt ja bei uns. Wir leben nur einmal und haben jetzt die Möglichkeit, irgendwie Dinge zu brechen, neu zu konstruieren. Ich finde, die Jugendbewegung ist so anarchistisch mittlerweile unterwegs und ist projektbezogen unterwegs. Ich finde das genial. Allerdings die großen Organisationen, die Sie angesprochen haben, sind dermaßen verkrustet, dass sie das nicht auffangen können. Also ich finde, die Vereinsmeierei in diesen großen Organisationen ist irre. Und deswegen habe ich da wenig Hoffnung. Aber Sie haben es ja selber gesagt, wenn Sie sagen, die Jugend ist anarchistisch unterwegs, dann bezeichnen Sie ja einen Urimpuls oder einen Urtraum des Menschen, dass er glaubt, und da glaube ich, gibt es ganz klare Beweise in der Geschichte, dass er immer wieder sich nach Freiheit sehnt und dass diese ganzen Formen von Staat und Vaterland und Patriarch und Reglement und Gesetz und Regeln und so weiter und so fort, dass es immer wieder eine nachfolgende Generation gibt, die das in Frage stellt, dagegen opponiert, dagegen aneckt. Das ist so, das ist Gott sei Dank so. Und ich glaube, es müssen dann nur, deswegen habe ich ja in meinem Buch ja auch vieles beschrieben, was gar nicht von uns abhängt, sondern quasi systemimmanent, aufgrund zum Beispiel von technischem und technologischem Fortschritt,
die herrschenden Verhältnisse ins Wackeln bringen wird. Denn das ist ja immer diese ganz interessante Kooperation von menschlichem Willen, menschlicher Widerständigkeit mit besonders günstigen Situationen. Weil, und das ist ja das Wunderbare und Wundersame an großen verkrusteten Organisationen, sie stellen sich ja selber ein Bein. Sie sind ja irgendwann mal zu fett, zu unflexibel, sie sind zu ineffizient, sie erreichen manchmal dann ein Maß der zum Himmel schreienden Ungerechtigkeit, Korruption, Maßlosigkeit, dass den Menschen der Kragen platzt. Also insofern ja, muss man es manchmal auch abwarten, bis diese zwei Sachen zusammenkommen und dann explodiert es. Was mich natürlich noch mehr, nicht erzürnt, aber irritiert, dieses anarchistische Modell, das ich eben beschrieben habe, von jungen Leuten, sich im Netz bewegen, sich so organisieren bei Projekten und so. Das Bild lässt sich eben nicht in einem Protest abbilden, den man sichtbar machen kann für alle Beteiligten. Ich glaube, die einzige Organisation, die das sichtbar machen kann, hat einen Großrechner und heißt NSA, Prism und sonst was. Ist überhaupt was organisierbar, wenn alle Bewegungen sich abbilden, irgendwo in einem Großprozessor? Das ist eine extrem wichtige und gute Frage, das ist vielleicht sogar die zentrale Frage unserer Zeit. Ich habe darauf keine Antwort. Ich kann nur vermuten, dass es in dem Maße, in dem alles in irgendwelchen Geheimstrukturen erfasst und, wie Sie sagen, abgebildet wird, es zwei mögliche Folgen gibt. Die eine ist tatsächlich, dass es zu einer völligen Erstarrung der Gesellschaft kommt, weil dann Mechanismen der Selbstregulierung, der Selbstzensur eintreten. Das war ja in den letzten Jahren des Ostblocks so, dass es ja kaum noch Widerstand gab in den letzten Jahrzehnten, weil alle wussten, alles wird abgehört und überall sind Stasi-Agenten und die allermeisten Leute haben einfach extrem vorsichtig und nicht zu sagen ängstlich agiert. Die andere Sache, das ist eine Möglichkeit, aber die andere Möglichkeit ist natürlich, dass dieses ganze System sich selber dann verschluckt. Es ist ja jetzt schon offensichtlich von einer hanebüchenden Ineffizienz. Und ich frage mich, ob nicht, ich meine, wir haben jetzt ein schönes Beispiel, dass dieses neue Gebäude da in Utah seit Monaten nicht eröffnet werden kann, weil ständig durch irgendwelche Stromausfälle die Maschinen abbrennen. Da hat man es sehr schön auf den Punkt gebracht. Es gibt irgendwann mal so einen Moment, wo dieser Moloch, dieser Goliath sich fast selber zerstört. Und insofern, wie das jetzt ausgehen wird, weiß ich nicht, aber nichtsdestotrotz sollten wir als Bürger natürlich absolut alles dafür tun, um gegen dieses Monstrum zu kämpfen. Ich hoffe, wir werden da vorankommen. Die Amis zeigen gerade ein bisschen Mut, steigen auf ihren Trucker und fahren nach Washington. Ich sehe nicht, dass irgendein Würzburger Bauer mit seinem Traktor nach Berlin fahren wird, aber wir werden sehen. Warten wir es ab. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Okay. Der erste ist Bulgarien. Eine verlorene Heimat, mit der ich seitdem ein Hass-Liebe-Verhältnis habe. Kenia. Das ist immer noch ungetrübte Liebe, weil es das Land meiner Kindheit ist und das Land, in dem ich wahrscheinlich am meisten zu dieser Form der Multikulturalität gelangt bin, die mich prägt. Indien. In Indien habe ich mehr gelernt als irgendwo sonst auf der Welt. Und in Indien habe ich wahrscheinlich auch für meine wichtigsten Bücher bislang recherchiert und an ihn geschrieben. Vielen lieben Dank. Nichts zu danken. Herr Treuernopp. Und bis zum nächsten Mal, so hoffe ich. Inshallah. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast ist die Frau, die sich mit der Arbeitsagentur angelegt hat, Inge Hannemann. Und es gibt noch ein Gewinnspiel, hätte ich fast vergessen. Das aktuelle Buch von Elia Treuernopp für den Kommentar, also ein Buch für einen Kommentar, nämlich wieso wir unseren Arsch bewegen sollten. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.